Ja, der zweite Vortrag, der sich mit diesem Thema Aktivität und Stoffwechsel und Verbrennung sozusagen beschäftigte, der hieß Running on Empty, also ohne Laufen. Und darüber hat gesprochen Dr. Sean Scott, ein Anästhesist, ebenfalls aus Großbritannien. Und weil ich diesen Vortrag geschwänzt habe, bitte Julia jetzt was dazu erzählen. Ja, also das war sehr, sehr spannend. Also Dr. Scott ist eben jetzt nicht Typ 1 Diabetiker oder so, aber trotzdem ein ambitionierter Läufer, hat schon viele Marathons gelaufen und ist seit 2017 Keto unterwegs. Und das Experiment, das ist eben ein N ist gleich 1 Experiment und die Frage war, kann man 100 Kilometer ohne Kohlenhydrate laufen, ohne sich während dem Lauf mit Kohlenhydraten zu versorgen? Kann man das machen? Was passiert mit den Ketonen? Was passiert mit Blutzucker? Und er war da wirklich ausgerüstet, also auf jedem Arm hat er einen Sensor gehabt, um kontinuierlich Blutzucker, also den Gewebezucker zu messen. Er hat quasi zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Sensor für die kontinuierliche Ketonmessung. Also er hatte zwei Blutzucker. Zuckersensoren drauf, damit falls einer ausfällt oder auch wegen einfach Datenvergleich, also super toll gemacht, ja. Also zwei Zuckersensoren, Entschuldigung, zwei Zuckersensoren und Ketone hat er im Blut gemessen und das wurde, hat er alles dokumentiert und er hat, wie gesagt, natürlich ist er adaptiert an die Ketose, weil er macht das ja schon seit 2017. Interessant war, dass er, also er hatte sich vorbereitet, er hat so in der Not auch noch ein Gel mitgehabt, dass dann, falls irgendwas ist, er es doch noch was nehmen kann. Er hat ein paar Nüsse mit und er hat auch gezeigt, was er alles an Verpflegung mit hat. Also wirklich nur ein paar Nüsse, eine Notfallbanane und ein Notfallgel, falls irgendwas sein sollte, und hat eben während dieser Zeit nach einem bestimmten Protokoll ständig gemessen. Er hat diese 100 Kilometer in 15 Stunden absolviert. Also es ist nicht unglaublich schnell, aber jetzt auch nicht wirklich langsam. Also kein Spaziergang in dem Sinne. Er hatte während der ganzen Zeit, also er hat nicht nachladen müssen, er hat die Glucose, das Glucosegel und die Banane nicht gebraucht. Er hatte während der ganzen Zeit sehr niedrigen Blutzucker von 2,0 Millimol pro Liter und Ketone immer über 4. Hat sich sehr, sehr gut gefühlt und hat das Ganze unbeschadet überstanden. Hat auch erzählt, dass er dann am nächsten Tag, also das war quasi ein Samstag, wo er diese 100 Kilometer gemacht hat. Am Sonntag hat er sich dann erholt. Also er hatte aber keine starken, wahnsinnigen Muskelkater oder hat sich irrsinnig müde gefühlt. Und am Montag war er wieder, ist er wieder in die Arbeit geradelt und hat Ja, dann super. gearbeitet. Und er hat halt erzählt, er steht halt viele Stunden auch im OP. Und für ihn ist das diese Sicherheit quasi zu wissen, ich bin leistungsfähig, auch wenn ich stundenlang nichts esse, hat für ihn und für seine Arbeit im Beruf unglaublich viel gebracht. Und das fand ich noch interessant, auch diesen anderen Aspekt natürlich, weil es kann für bestimmte Berufsgruppen auch ein Benefit und ein Performance-Vorteil sein. Und ich denke da gerade an Piloten zum Beispiel, aber auch an Ärzte. Ärzte, die im Krankenhaus arbeiten oder die in OPs stehen, wo ich nicht Ja. einfach rausgehen kann oder die eh oft gar nicht zum Essen kommen, was jetzt nicht eine gute Sache ist, aber vor lauter Stress. Vielleicht, um das nochmal einzuordnen, also zufällig weiß ich beim Zucker, wie man umrechnet von Millimol auf Milligramm pro Deziliter und 2 mal 18 sind 36. Da wird jeder oder da würden viele dann voll die Krise kriegen, einen Blutzucker von 36. Warum hat er keine Hypos gehabt oder keine Symptome gehabt? Und das ist eben das Schöne, wenn man richtig gut und adaptiert in Ketose ist, dann hat ja das Gehirn einen anderen Brennstoff und dann kommt es eben nicht zu den Symptomen einer Unterzuckerung auch bei so niedrigen Werten. Genau. Und das hat er dann auch so als Frage aufgeworfen, weil was definiert eigentlich Hypo. Hypoglykämie? Ja? Und eigentlich gibt es drei
Faktoren, definieren, nämlich ein Blutzucker unter 3 Millimol pro Liter, Symptome und dass sich die Symptome verbessern, wenn ich Zucker einnehme. Und eigentlich muss ich sagen, wenn einer dieser drei Punkte nicht zutrifft, ist es schon per Definition keine Hypoglykämie. Und wenn ich keine Symptome habe, So. dann ist es quasi auch keine Hypoglykämie. Ja? Und das ist halt auch dann interessant, jetzt auch wieder im Kontext von Typ 1 Diabetes, weil ja da der Dr. Ian Lake auch oft sehr niedrig war, auch bei 3 Millimol pro Liter teilweise. Und er hat gesagt, er würde, also wenn da eine Verkehrskontrolle ist und er so einen niedrigen Blutzucker hat, könnte er seine Driving Seinen License, seinen Führerschein verlieren. Führerschein verlieren. Das heißt, wir müssen einfach, hier werden ganz neue Definitionen notwendig sein, weil wir nur den Stoffwechsel oder gewisse Rahmenbedingungen im Kontext einer High Carb Diet Genau. definieren. Und im Kontext einer Low Carb oder Keto Diet habe ich andere Rahmenbedingungen. Und da muss ich andere Muss neue Definitionen schaffen und neue Richtlinien Bewertung, schaffen ich muss und es neue neu bewerten. Bewertungen. Und im Übrigen hat der Ian Lake ja auch gesagt, wenn man intensiv Sport macht, ist auch umgekehrt, haben ja viele Typ-1-Diabetiker Angst vor der Ketoazidose, dass also die Ketonbildung so hoch wird. Und er hat auch gesagt, wenn man intensiv Sport macht, ist auch das Ketoazidose-Risiko sehr gering. Und das ist ja auch so eine, geht ja auch um die psychologische Sache. Du hast ja auch gesagt, dem Anästhesisten war das jetzt wichtig, dass er eben auch in seiner Arbeit weiß, er ist leistungsfähiger, kann sich konzentrieren, auch wenn er jetzt eben nichts gegessen hat, weil er in Ketose ist. Und also wie gesagt, die Frage, die sozusagen auch aufgeworfen ist, was ist eben Hypoglykämie? Und auf der anderen Seite hat er sich dann sehr wohl auch vor allem nachträglich die Frage gestellt, ist es gefährlich, so niedrigen Blutzucker zu haben? Ja, also auch jetzt für einen Gesunden. Nicht-Typ-1-Diabetiker, also kann es negative Konsequenzen haben, so niedrigen Blutzucker über einen gewissen Zeitraum zu haben? Ja, weil das war ja jetzt über Stunden sozusagen dieser niedrige Blutzucker und das haben wir jetzt auch nicht geklärt, weil dazu gibt es noch nichts. Wir können nur sagen, er als diese eine Person, er hat es unbeschadet überstanden, er ist nicht erblindet, er hat keine Rhabdomyolyse bekommen, was das passieren könnte. Also es ist nicht, seine Nieren haben nicht versagt, ja. Also für ihn hat es funktioniert, aber wir wissen natürlich nicht, ist es was man öfter machen kann, darf, soll, ja. Und da sind einfach noch viele Fragezeichen. Es geht jetzt einfach auch in diesen Selbstexperimenten teilweise die Extreme wieder auszuloten. Ja, und ich finde toll, dass das auch Menschen machen. Und so als Nebenschauplatz, was jetzt nicht direkt mit dem Thema zu tun hat, aber weil es im Q&A aufkam und weil er Anästhesist ist, war die Frage, wie wirkt sich eine ketogene Ernährung oder wie wirkt es sich aus, wenn ich in Ketose bin, auf den Effekt der Anästhesie, weil es gibt eben natürlich da auch ja die Erfahrungen, vor allem aus dem Tierversuch, dass Mäuse oder Ratten, die in Ketose sind, dass man die sehr, sehr schwer oder Dauert dass es länger, ne? länger braucht, bis Bis sie die einschlaft. einschlafen. Ja? Und er hat mal gesagt, es hängt stark davon ab, wie das Anästhetikum verabreicht wird. Und das ist im Tierversuch macht man es immer über Gas und es wird eigentlich nicht mehr gemacht oder sehr, sehr selten in ganz bestimmten Indikationen. Das heißt, da hätte man das nicht, aber die respiratorische Quotient ändert sich, R-Cube. Wenn der respiratorische Quotient hoch ist, falle ich schneller in Narkose. Narkose und wenn der niedrig ist, falle ich langsamer, brauche ich länger, um in die Narkose um einzuschlafen. Und deswegen ist es wichtig, einmal dem Anästhesisten zu sagen, dass ich, wenn ich zum Beispiel gefastet habe vorher, ja, also auch das verändert schon den respiratorischen Quotienten, oder wenn ich in Ketose bin durch ketogene Ernährung, weil dann es länger dauert, bis ich einschlafe. Und der zweite, vielleicht noch wichtigere Punkt ist, dass es wird ja der Blutzucker kontrolliert während einer OP. Und wenn der nicht weiß, dass ich Keto bin und einen niedrigen Blutzucker habe,
dann und der auf einmal mit Glukose nachgeht und dann mein Blutzucker aber hochschießt und der weiß überhaupt nicht, was los ist, weil mein Körper nicht so reagiert, mein Blutzucker nicht so reagiert, wie er das halt von sonst vom Patienten gewohnt ist, dann kann das natürlich auch zu kritischen Situationen führen. Das heißt, aus diesen beiden Gründen ist es wichtig, vor einer OP dem Anästhesisten das unbedingt zu sagen.